Na gut. Dann halt hier von Screenshot. Fumm. Mit Tigen reden. Kehre zum Schloss zurück und rufe unsere Speer zusammen. Wecke den Matrosen auf. Ich brauche Informationen. Einfach mal den Matrosen aufwecken. Vielleicht schaffen wir das ja. Lieber Tigen, würdest du den Matrosen bitte vorsichtig aufwecken? Also rütteln, Wasser ins Gesicht, in die Magengrube schlagen, alles was man so macht. Ja, also ich werde es versuchen, meine königliche Hoheit. Zu Befehl, ich werde es zusehen, was sich tun lässt, um unseren halbtrunkenen Gast aufzuwecken. Nee, halb ertrunken, meinte ich. Wo bin ich? Bin ich am Leben? Hilf ihn an, komm rasch, der Matrose ist erwacht. Ja, vor allen Dingen hat sie aufgeweckt mit seinen magischen Fähigkeiten. Zum Schiffsbruch befragen. Der geht's ja richtig gut. Guck mal, wie fit die ist. Ist ja klasse. Also, wie ist denn das? Wie ist denn dein Schiff überhaupt so untergegangen? Wie ist denn das passiert? Ich bin am Leben? Oh, gepriesen sei der Wächter. Unsere Angreifer konnte ich nicht erkennen. Sie trafen uns mitten in der Nacht. Ich begriff, was los war, wurde ich auch schon in die eisigen, finsteren Flocken geworfen. Und unser Schiff stand in Flammen. Lustig. Wir hatten 30 Mann an Bord. Du musst lossegeln und dich nach Überlebenden umschauen. Ich flehe dich an. Wie furchtbar. Ob die Wachen bei der Untersuchung der Trümmer wohl etwas herausgefunden haben? Ich sollte mich schleunigst auf die Suche nach möglichen Überlebenden machen. Okay, das bedeutet also zum Schauplatz gehen und gucken, dass wir Überlebende finden. Das ist ja richtig spannend hier. Das ist ja, endlich passiert mal was in La Maliotte. Ich kann nicht rauszoomen, ich will rauszoomen. Was ist denn hier los? Ich will rauszoomen, dankeschön. Der Mönch tut mal wieder hier alles rekrutieren. Lossegeln und nach Überlebenden suchen. Dann werden wir mal das Wrack nach Überlebenden suchen. Natürlich muss Captain Anne das selber machen. Los, Nummer 1. Besetzen Sie Ihren Posten. Jordi, wie steht's im Maschinenraum? Los geht's. Ich möchte den vollen Warpantrieb zur Verfügung haben. Schönes Schiff. Das gefällt mir. Sieht gut aus. So, dann gehe ich jetzt mal auf die Brücke. Und los geht's. Wir sehen tun wir ja nicht, außer dass das Schiff fährt los. Tschüss, Schiff. Tschüss. Da hinten ist doch eine andere Stadt, oder? Da sind Lichter. Los. Ich brauche mehr Energie im Maschinenraum. Schnell, das Warpfeld destabilisiert sich. Das ist ja super spannend. Oh mein Gott, so viel Aufregung war in dem Let's Play noch nie los. So, was macht denn Tigen so lange? Oder was machen die denn da unten? Ringelpiez mit anfassen. Ich denke an eine Katze. Lalala. Ja, was ist... Oh, da, hier liegt alles... Oh, hier liegt Zeug rum. Oh. Ich weiß mit... Oh, und da ist ein Buch. Oh, das kann ich natürlich nicht sonst benutzen. Was machen die zwei jetzt da? Fight! Attacke! Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem aufregenden Kampf. S-Kämpfen. Wache Roderick, der auch Roderick heißt, so ein Zufall, gegen Wache Perry. Perry? Was? Perry ist nicht auf dem Schiff? Verdammt! Jemand muss... Oh, voll drauf. Jemand muss Perrys Posten ersetzen. Oh mein Gott, es passiert etwas. Gräfin Anne und ihre Besatzung waren noch nicht lange in See gestochen, als sie auch schon in dichten Nebel gerieten. Langsam geradeaus. Haltet nach Trümmerteilen Ausschau. Der Nebel umschloss das Schiff und alle Augen waren auf das kalte Wasser gerichtet. Längst war jeglicher Orientierungssinn in einem dunstigen Kokon erstickt worden. Schiffswrack, Steuerbord! Ein garstiges Bild wurde im Nebel sichtbar. Von Haien zernackte Körper lagen inmitten der Trümmerteile, dort, wo die strahlende Zukunft ihr nasses Grab gefunden hatte. Hier gibt es keine Überlebenden, wir sollten zurück nach La Maliotte segeln! Der Wind wurde stärker und der Nebel legte sich zusehends, als sie sich zurück zum Hafen wandten. Plötzlich zerriss Kanonendonner die Luft und direkt neben dem Schiff von Anne barst das Meer. Gegnerisches Schiff nähert sich! Volle Segel voraus! Kanonen vorbereiten für den Fall, dass das Schiff uns verfolgt! Los, an die Phaserbänke! Schutzschild, maximale Energie! Transferieren Sie von den Holodecks die Energie in die Schildemitoren! Los! Warp 9,9! Das ist ja gar nicht Star Trek. Mist! Oh mein Gott, was ist passiert? Kehrt das Schiff zurück? Ist alles in Ordnung? Anne? Anne?
Und die kämpfen da drüben. Naja, ein bisschen üben, ne? Ich glaube, es sieht aus, als würde Roderick über Perry die Oberhand behalten. Und Anne ist müde. Anne! Anne! Anne? Da ist es ja wieder. Das Meer war schon immer gefährlich, aber solch ein Übergriff darf nicht unbeantwortet bleiben. Ich muss unser weiteres Vorgehen mit königlicher Ratgeber Tegen besprechen. Aber was soll ich bloß Viviana zu ihrer Besatzung sagen? Tja, Viviana, deine Besatzung ist tot. Das tut mir oh, ein schwebender Krug. Das tut mir leid. Aber tratschen. Das ist scheiße. Oh, ja, echt lustig. Wir haben deine Besatzung gefunden. Überlebende gab es allerdings nicht. Von deiner Besatzung ist weit und breit keine Spur, aber vielleicht gibt es noch Hoffnung. Ich lüge sie doch nicht an. Nein, eine Königin sagt immer die Wahrheit und guckt sich jetzt keinen Krug an. Anne, du gehst jetzt zu der netten Dame hin und sagst ihr, dass ihre Besatzung tot ist. Ich hoffe, Viviana wird es gut auffassen. Oh, ich habe gerade den Moonwalk ausprobiert. Mann, das lastet ja wieder total viel Verantwortung auf mir. Ja, genau, rede da drüben mit ihr. Wie ist das gelaufen? Hast du meine Kameraden gefunden? Kosche, Manema. Das mögen sie wohl nicht. Also, das tut mir echt leid, aber die sind alle gestorben. Genau, das hatte ich befürchtet. Danke dir für deine Unterstützung. Daumen hoch. Die ist ein bisschen zu gut drauf dafür, dass so schreckliche Dinge passiert sind. Oh, hier wird nochmal gefightet. Ich sieht wohl so aus, ne? Viviana, tut mir leid, aber momentan können wir nicht viel tun, außer diesem Kampf zuschauen und uns an der Blutlust meines Volkes erfreuen. Ich muss zurück ins Schloss, um mich mit königlicher Ratgeber Tegen zu treffen und ihm von den Geschehnissen auf dem Meer zu berichten. Hey, Roderick hat jetzt mal nicht so eine große Chance. Ja, jetzt hast du nicht so eine große Klappe hier. Oh, Rightbeard, los, mach ihn fertig. Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal nach Hause und lassen sie schlafen, beziehungsweise... Ja, dann kämpft mal schön. Wie macht man denn das jetzt mit dem Waffengang... Dingsbums tuten tun. Geht das hier irgendwo oder da oben? Irgendwo an einem Tisch, dass man das mit dem... Das ist die Militärstrategie. Hof halten hat damit auch nichts zu tun. Was? Wie? Wo? Waffengangs Missetatenverzeichnis lesen. Wo? Monarch, an den Pranger stellen, in die Grube schicken. Nein, das, ich will jetzt noch nicht mit ihm darüber reden. Kann ich das mit irgendjemand anderem machen? An den Pranger stellen? Nein, ich will ihn auch nicht in die Grube schicken. Verdammt, wo geht denn das? Königliche Dokumente hat damit auch nichts zu tun, nicht wahr? Das kann ich nur betrachten. Hier drüben ist sonst nichts Interessantes. Hier nicht? Da nicht? Wo ist das Hinweismenü? Aha. Waffengang wird's doch wohl irgendwo geben. Waffengangs Haltungsanzeige. Nachlässlinger Ganovelsdorfer Waffengangsquest sind ein neues Feature in die Sims. Mittelalter, Piraten und Edelleute. Im Questbuch werden sie durch ein Schwertkampfsymbol markiert. Aha. Sobald du den Quest der Zwischenfall abgeschlossen hast, wird die Waffengangs Haltungsanzeige freigeschaltet. Dabei wird die Loyalität deines Königsreichs zu den zwei kämpfenden Territorien gemessen. Aha. Ganovelsdorf. Mhm, ja, ich sehe es auch so. Kannst ein Waffengangsanzeige... Also, wenn ich jetzt hier hingehe und mir jetzt hier die politische Situation betrachte, passiert dann irgendwas Besonderes? Mal gucken. Vielleicht geht das ja, aber wir sollen irgendwie das darüber lesen. Das Verzeichnis zumindest. Lass mich da mal ran. Ich will das lesen. Ich will das jetzt lesen. Nee, das ist nur Werkesloh und nach Lässlingen. Sonst haben wir hier keine anderen Optionen. Na gut, dann wird es jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Ach, hat sie die dabei? Ach so, oh, ich bin so blöd manchmal. Ich bin manchmal so unsaglich doof, dass es schon nicht mehr schön ist. Danach kann sie dann schlafen gehen. Aber erst liest sie das. Ich werde heute einen Umweg machen
und mehr Aufträge annehmen. Gute Idee, obwohl ich fertig bin. Dieses außerordentlich rücksichtslose Gildenmitglied wurde diverser Missetaten während des Waffengangs für schuldig befunden. Es bereitet mir enorme Freude, diesen Haftbefehl zu unterzeichnen. Anne ist halt so eine richtig harte, böse Dame, nicht wahr? Tja, nach dem Schlafen kann sie dann also eine königliche Vollmacht unterzeichnen für einen Haftbefehl. Haftbefehl! Aslak! Interessant. Aber auf jeden Fall geruht sich Anne jetzt mal schön in ihr Bett und träumt von den vielen unterschiedlichen Dingen, die es in ihrem tollen Königreich gibt. In diesem wirklich durchaus sehr hübschen Hallo, das ist mein Schlafzimmer. Könnt ihr mal aufhören, da drin rumzulaufen? Privatsphäre. Raum als privat markieren. Beziehungsweise Familie des Besitzers. Ich will nicht, dass jemand in meinem Schlafzimmer herumläuft.